Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Betrüger mitgebracht, der, naja, der deutschen Sprache eher weniger mächtig ist. Ihr kennt es ja schon aus den anderen Videos von den ganzen Bitcoin-Betrügern und Trading-Betrügern, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Tja, die Deutschkenntnisse, die sind meistens absolut unterirdisch, auch wieder wie in diesem Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem neuen Telefonat. Ja, guten Tag. Guten Tag. Herr Kunst? Ja. Entschuldigung mich für die Störung. Mein Name ist Kevin und ich möchte mit Ihnen ein Gespräch. Ist es möglich oder störe ich Ihnen? Ja, geht. Danke. Ich habe gesehen Ihr Interesse im Internet für Online-Geschäfte. Haben Sie Erfahrung in diesem Geschäft oder nur sind Sie angemeldet? Ja. Wo haben Sie das denn gesehen? Im Internet in einer Werbung von Kryptowährungen, Bitcoin-Werbung war der. Das haben Sie in der Werbung gesehen? Ja. Herkunft, herr.kunft0@mdccfan.de. Richtig? Ja. Das heißt, Sie haben Erfahrung? Nee. Hören Sie mich? Ja. Okay. Ihre Erfahrung ist gut oder schlecht? Gar keine. Gar keine? Perfekt. Ich bin Broker bei wise.com. Haben Sie einen Computer? Ja, sowas okay. Habe ich. Ein Programm Anydesk oder TeamViewer benutzen Sie auf Ihrem Computer? Nee. Schön. Okay, dann wenn Sie möchten, Sie können das Programm herunterladen. Anydesk. Nee. Okay, möchten Sie nicht. Schreiben Sie eine neue Seite bei Google Chrome, weil ich möchte erklären die Plattform. Aber ich habe keinen Google Chrome. Was benutzen Sie? Ich habe den Tor-Browser. Okay, öffnen Sie. Können Sie in Internet gehen? Ja, das kann ich machen, ja. Machen Sie. Und dann schreiben Sie. Dann schalte ich mal meinen Computer an. In Ordnung. Ach so, das sagen Sie mir. Ich bin seit vielen Jahren in dieses Geschäft, Herr Kunst. Sind Sie Rente oder arbeiten Sie? Nee. Was heißt nee? Rente? Nee. Arbeiten? Nee. Mit Finanzamt oder was? Nee. Wie leben Sie in Herkunft? Ganz gut soweit. Ganz gut soweit? Mhm. Haben Sie Stress oder? Nee. Nee, okay. Sind Sie mehr als 70 Jahre alt oder wenig? Nee. Was meinen Sie mit nehmen? Na, bin ich nicht. Sind Sie nicht? Sie sind mehr als 70 Jahre alt? Nee. Okay. Welches ist Ihr Beruf? Mein Beruf? Ja. Kaffeesatzleser. Sehr schön ist. Sehr schön. Ist Ihr Computer angeschaltet? Ja. Schön. Suchen Sie im Internet? Oder brauchen Sie noch Zeit? Ich brauche noch. Haben Sie Corona? Ich habe Ihre Mutter da. Warum beleidigen Sie? Wie fragen Sie mich, habe ich Corona, ob ich Corona habe? Na, muss man doch heute fragen. Nicht so wie Sie. Wie fragen Sie mich? Ja, aber mit Ihnen will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Sie sind beleidigend. Absolut wahnsinnig. Also, man stellt dem Mitarbeiter zwar vielleicht eine zweifelhafte Frage, aber das, was er hier antwortet, ist ja der absolute Hammer. Da weiß man doch automatisch schon wieder, bei was für einer Firma man gelandet ist. Definitiv, wie immer, keine seriöse. Okay, in Ordnung. Sie sind ein Betrüger. Ich bin Betrüger? Ja. Also für das haben Sie mit mir so gesprochen, als intelligent. Naja, nur Betrüger beleidigen. Wenn ich Ihnen zeige, jetzt meinen Ausweis und ich bin kein Betrüger. Ja, dann haben Sie den Ausweis geklaut. Hab ich meinen Ausweis? Oh. Dann Sie sind mehr intelligent als ich. Genau. Wie viel Geld haben Sie verloren mit Trading? Na, gar keins. Wo wissen Sie, dass ich Betrüger bin? Ja, weil nur Betrüger solche Aussagen treffen und nur Betrüger beleidigen. Betrüger beleidigen. Warum? Ja. Die normale Broker, die beleidigen nicht, ja? Richtig. Normale Menschen beleidigen andere Menschen nicht. Wow. Wie haben Sie mich beleidigt? Mit Corona-Frage. Das ist ja keine Beleidigung. Ist Beleidigung für mich. Ja. Für mich heißt Beleidigung. Ja, das ist nicht mein Problem. Okay, auch das war nicht mein Problem. Ich war nicht beleidigt. Ja, aber ich arbeite nicht mit Betrügern zusammen. Ich bin nicht Betrüger zusammen. Sie können nicht mit mir arbeiten, aber ich bin nicht Betrüger. Doch, du bist ein Betrüger. Und wo wissen Sie, dass ich ein Betrüger bin? Ja, weil du beleidigst. Woher kommt das? Ja, weiß ich nicht, woher das schlechte Benehmen kommt.
Schlechte Benehmung, ich kann sagen, was ich möchte. Nee. Doch, wie ne? Nee. Ich kann sagen, nicht, ja, ich fick ihr Gesicht, ich fick ihr Arsch. Ja. Ich kann dafür sagen. Kann ich ja nichts, wenn du sexuelle Störungen hast. Das wichtige die Thema ist jetzt, wo wissen Sie, dass ich Betrüger bin? Ja, wegen den Beleidigungen. Die Beleidigung kann jeder Mensch. Ich bin nervös als ja, Charakter. Als aber Team. Anständige Menschen nervös. Machen sowas nicht. Wie machen Sie das nicht? Warum, wie denken Sie, der Broker hat Angst vor dem Kunden oder was? Nö, nee, aber Sie rufen mit einer gespufften Rufnummer an und... Mit was rufe ich? Bin mit einer gespufften Telefonnummer und benehmen sich wie ein Betrüger. Nehmen Sie die Brille bitte, weil meine Telefonnummer ist österreichisch. Nee, die ist nicht erreichbar. Wie ist nicht erreichbar? Nee, ist nicht erreichbar, die existiert nicht, die Nummer. Wie existiert nicht die Nummer? Wie sprechen Sie so einfach? Verstehen Sie, die Telefonaten sind registriert. Ich kann eine Anzeige machen für Sie. Ja, dann los. Ja. Hopp, hopp. Wie hopp, hopp? Na, dann mach. Ich mache, wenn ich möchte. Nicht, ach, weil Sie sagen. Mhm. Na dann. Ist ja peinlich. Hm. Leere Versprechungen. Schauen Sie, wenn Sie Geld verloren haben im Trading. Habe ich nicht. Okay, wenn Sie nicht haben, ist okay. Aber wenn Sie verloren haben, ich bin sehr zufrieden. Weil so Menschen, wenn Sie als intelligent sprechen und Sie denken, dass ich Betrüger bin. Ja, bist du doch auch. Für Ihr Geld zu bist klauen. Doch aber auch ein Betrüger. Ich bin nicht ein Betrüger, weil doch. Wenn ich ein Betrüger bin, ich rede nicht so mit ihnen. Ich musste mit Kultur sprechen und wie. Nee, das kannst du ja nicht. Na, und nehme ich ihr Geld. Ja, ich aber du bist ja nicht intelligent. Ich rufe, weil ich gesehen habe die Daten im Internet. Ja, illegal aufgekauft. Illegal? Aber Sie ja. haben Sitz angegeben und ist illegal jetzt, weil Sie Sitz angegeben haben? Und wie willst du das beweisen? Wie will ich? Mhm. Mein Gott. Tja. Ich habe nichts zu tun mit Ihrer gedacht. Tja. Sie da können dann denken, mit der was Intelligenz Sie möchten. Schon auf, ne? Für mich interessiert mich nicht, aber ich als Tipp, als Charakter, ich nee, bin als nervös Betrüger. Und ich lasse nicht die Leute mich zu verarschen. Ja, aber du bist ja kriminell. Ich, wenn ich kriminell bin, doch. Ich komme auf die Tür und ich töte ihn. Ja, aber du bist kriminell. Doch, du bist kriminell. Aber ich bin kein Kriminell. Doch, du bist kriminell. Nein, die Leute zum Beispiel wie Sie, die überwiesen das Geld selbst. Hm. Ich komme nicht auf die Tür, ich sage, überwiesen Sie oder ich... Ja, aber du betrügst ja die Leute damit, die das ja. Geld überweisen. Egal, weil, wenn zum Beispiel, weil ich bin nicht Betrüger, aber zum doch. Beispiel, wenn ich Betrüger bin bist und du ja ich auch. Lüge Ihnen, du Sie sind ja wieder auch. Schuld. Sie sind wieder schuld. Warum? Nee, du bist weil, ein Betrüger. Egal, ich bin ein Betrüger oder nicht, das Geld Sie haben eingegeben bei Betrügen. Ja, ist Ihre Schuld, ist nicht das meine Schuld. Das ist aber trotzdem illegal. Nein, ist illegal, ist nicht illegal, Ihr Geld doch. Ist weg. Und ist der illegal. Betrüger... Der Betrüger geht in Spanien, macht Schwimmen und fickt Frauen mit ihrem Geld. Macht Spaß. Sie, was machen Sie? Sie bleiben in Deutschland, wo regnet ist, kalt, Probleme, psychisch, alleine zu Hause, bin ja gar nicht in Deutschland. Passieren, Hunden, Katzen. Das bin machen ja gar Sie nicht. Ganz stark. Bin und ja der gar Betrüger, nicht in Deutschland. Der Betrüger ruft Ihnen und klaut Ihr Geld, nehmt Ihr Geld. Sie geben Ihr Geld, weil der nimmt nicht. Aber Sie geben das Geld ja. selbst. Mit Ihrer aber sowas Hand. Ist ja asozial. Mit Ihrer Hand geben Sie Geld bei Betrügen. Und der Betrüger ja, macht ja Spaß asozial, in Spanien. Aber zusammen ist ja asozial, mit meinem Kollegen. Verhalten. Mit meinem Kollegen nach Spanien, Italien. Ja. Aber Dubai, irgendwann wirst du auch mal Kuba. Verhaftet. Fliegen, Urlaub. Irgendwann kriegen sie sich dich mal damit. Ach, mein Freund. Ja. Mein Freund. Mhm. Sie wissen, Sie verstehen nicht das Welt. Wie funktioniert die Welt? Ja, wie funktioniert denn die Welt? Die Welt ist, der erste Präsident ist kriminell. Auch Ihr Präsident ist kriminell. Ja, die das ganz, weiß ich. Die als ganzen Bundeskanzler. Präsidenten sind Kriminelle. Ja. Die ganzen Banken sind Kriminelle. Ja, das stimmt die auch. Die ganzen Leute sind Kriminelle, nicht ich. Na ganz wunderbar. Da haben wir heute einen Betrüger dran, der die ganze Zeit zugibt, dass er Betrüger ist und, ja, weiß ich nicht, das dem Anschein nach auch noch total in Ordnung findet und weitermachen möchte mit dem Ganzen, was er da so tut. Tja, also weiß ich nicht, was man dazu noch sagen soll, aber ist mal ganz nett, wenn man hier einen Betrüger hat, der eigentlich die ganze Zeit selbst zugibt, dass alles kriminell ist. Tja, machen wir mal weiter. Er ist auf jeden Fall ziemlich in Redelaune. Doch, du schon. Ich mache gar nichts. Ich doch. Rufe Ihnen am Telefon. Sie können auflegen in der ersten Sekunde. Jawohl, aber das ist ja auch schon kriminell. Aber Ihr Arsch braucht das. Ihr ja. Arsch braucht mich.
ihnen Warum? Zu ein bisschen Geld nehmen. Weil sie haben Geld, sie wissen nicht, was sie machen können mit ihrem Geld. Ja. Und sie schicken bei Betrügen. Aber ist meine Schuld, weil sie bei Betrügen schicken? Ja. Ist meine Schuld? Ja. Nein. Sie Doch. Können auflegen. Sie haben zwei Möglichkeiten. Oder sie legen auf und sie antworten nicht mehr. Oder sie antworten und sie geben das Geld. Jetzt, nee. Weil sie eine Angstperson haben. Ich habe keine Angst. Weil sie haben angegeben, jetzt Geld bei Betrügen und sie kommen bei mir. Ich bin betrügt. Nee, ich habe nichts bezahlt. Wenn ich Betrüger bin, ich habe gesagt, ich rede mit Kultur und Respekt und Ja, tust du ja nicht. Du bist ja unterirdisch. Ich bin unter? Unterirdisch. Sie können sagen, was Sie möchten. Mhm. Aber die Betrüger, welche ihr Geld genommen haben, die sind in Spanien. Ja, hat ja keiner genommen. Hat er? Nee. Hat er, weil. Nee. Wo wissen Sie, dass Betrüger ja, Leute. Weil ich sowas weiß, weil ich mich damit beschäftige und dich auf YouTube veröffentliche. Ah! Wie viel Geld haben Sie verloren in total? Jetzt gar keins. Wie viel Geld haben Sie verloren? Gar keins. Lassen Sie mich Ruhe jetzt. Wie viel Geld haben Sie verloren? Ja, umso öfter du fragst, deswegen wird es ja deswegen trotzdem nicht wahr. Auch Ihre Frau hat Ihnen gelassen. Aber ich habe keine Frau. Sind Sie divorced? Nein? Nee. Sie haben keine Frau, aber normal, welche Frau bleibt mit Ihnen? Ja, ich will ja keine. Keine Frau bleibt mit Ihnen, ist nicht in Ihrer Hand. Müssen ja, Sie will das? Ich ja nicht. Warum? Haben Sie viele Frauen und die müssen mit Ihnen bleiben, aber Sie müssen nicht. Nee, ich bin anderweitig versorgt. Sie sind Lügner, große Lügner sind Sie. Große. Nee, eigentlich nicht. Ich schwöre Ihnen, Sie sind große Lügner. Nee, der Lügner bist ja du. Ich bin keine Lügner. Doch. Nein, ich Doch. Bin kein Lügner. Ich rufe Ihnen, ich sage, was in der Macht ist. Jetzt, Sie glauben und Sie schicken 10.000 Euro, das ist nicht mein Problem. Das ist aber Lügen. Wie? Das ist aber dann eine Lüge. Egal, Ihre 10.000 Euro sind weg. Ja, weil du damit abhauen willst. Das ist der Punkt. Und was machst du dann damit mit dem Geld? Keine Ahnung, was machen die jetzt. Entschuldigung mich, aber wenn Sie mich schenken, 10.000 Euro, normal. Das schenkt ja keiner. Du erzählst ja nicht, dass das verschenkt wird. Du erzählst ja da deine Trading-Geschichte. Wenn ich Betrüger bin und nehme ich Ihr Geld, ich schicke Ihnen ein Foto mit zwei Frauen. Und Fiegen. Das ist aber Betrug, was du da machst. Egal mehr, was ich mache, die Wichtige ist, Ihr Geld ist weg und ich ficke mit Ihr Geld. Und das warum? Das ist die Wichtige für mich. Und warum? Warum muss ich ficken mit meinem Geld? Ich ficke mit Ihr Geld. Ja, aber was ist denn daran, warum macht man sowas? Warum macht man sowas? Warum gibt es so viele so Menschen? Weiß ich nicht. Ah, schlecht. Wer zahlt denn so bei euch ein? Wie alt sind denn die Leute so? Wie alt? 55, 60. Renten. Das ist scheiße. Das ist ja traurig. Sehr traurig. Also was werden Sie machen? Weil erklären Sie mir, was werden Sie machen? Ja, okay, haben Sie gearbeitet, Sie sind zu Hause, was machen Sie jetzt? Ja, ich veröffentliche das hier. Warten Sie, bis Sie sterben. Das machen wir. Machen wir alles jetzt. Weil Sie, das gefällt Ihnen nicht und dann müssen wir es so machen wie Sie. Habt ihr noch einen Job frei? Egal was, die Wichtige ist, das ist ein guter Job. Kann man bei euch anfangen? Das ist normal, Sie können. Kann man bei euch anfangen? Bitte, kommen Sie in Wien. In Windmühlstraße 24. Ja, du sitzt ja nicht in Wien. Das ist ja das Problem. Hey, jetzt hören Sie mich oder nicht? In Windmühlstraße 24. In Wien. Nee, das stimmt nicht. Das ist ja Quatsch. Okay, da sitzt ihr ja nicht. Komme ich jetzt bei Ihnen? Komme ich bei Ihnen jetzt, oder was? Nee, wo muss ich denn hinkommen, wenn ich bei euch auch arbeiten will? Dann schaue ich einmal, warte. Schaue ich jetzt, kontrolliere ich einmal Ihnen, wer sind Sie? Wo arbeiten Sie? Eine Verbindung mit Zukunft. Internet, Telefon, Fernsehen. Sie sind Techniker. IT-Techniker. Ja. Mit Internet und Fernsehen. Für das Sie wissen, haben Sie Angst vor Betrügen. Weil Sie so viel gehört haben über die Betrüger und jetzt Sie denken, dass ich Betrüger bin aus Österreich. Na, hast du doch bestätigt. Habe ich jetzt bestätigt, weil habe ich gesehen Ihre Firma. Ihre Net. 19,90 € im Monat. 19,90 € wieder im Monat. Net. 200. Bonuswirtschaft. Was sind Sie da? Was? Sebastian Günther ist der Kundenberater, ja? Denise Seib, Dirk Böhme, Sandra Ulrich, Ralf Taschner. Sie sind nicht da. Sie sind nix. Sie sind ein Mitarbeiter von dir, ja? Weiß Oder ich Sie sind nicht. Der Chef. Sie sind der Chef, ja? Keine Ahnung.
Das reden sie so, weil sie der Chef sind. Ah, intelligenter Mann. Haben Sie Angst vor mir? Vielleicht ich bin Betrüger, ja? Muss ich ja keine Angst haben, ich weiß es ja schon. Sie wissen nicht mehr, weil suchen Sie einmal über meine Bank. Ja, du bist ja trotzdem Betrüger. Ich bin kein Betrüger jetzt, reden Sie nicht so. Doch. Weil wenn ich Ihnen verarsche, dann Sie sagen mich wieder Betrüger. Ja, du bist doch auch ein Betrüger. Wo wissen Sie, dass ich Betrüger bin? Na, an deiner Aussprache, an deiner Umgangsform. Meine Aussprache? Hm. Ich komme aus Italien, mein Freund. Hm. Parla Italiener. Parla. Hm. Schön. Ha? Parla Italiener, Signore. Schön. Hm. Du willst Italiano parlare o vuoi tedesco? Che, come ti piace? In welchem Land sitzt du? In Österreich, nochmal. Nee, das stimmt ja nicht. Wow, stimmt ja nicht. Oh, ich bin da seit 8 Jahren in der gleichen Platz. Also vorhin waren es noch 4. Wo war ich? Ja, vorhin hast du 4 Jahre erzählt. 4 Jahre? Hast du vorhin gesagt. Mit dieser Firma. Aber meinen Platz in Wien, ich bin ihn seit 8 Jahren. Ja, das glaubt dir doch aber keiner. Weil sie nicht glauben, glauben alle Leute, man gibt andere Leute, nicht sie. Weil es sind 80 Millionen Leute in Deutschland. 83. 81. Nee, 83. 83 minus 50.000 oder 50 Millionen Leute, die arbeiten nicht mit Trading, arbeiten 30 Millionen. 30 Millionen, 100 Kunden habe ich in 30 Millionen. Welche, die investieren bei mir 10.000 Euro jeden Monat. 100.000 Euro ist in meine Tasche. Na bestimmt. Sie? Was machen? Ich arbeite anständig. Sie arbeiten anständig. Hm. Sie bekommen Geld. Logisch. Hm. Aber mit das Geld, was Sie bekommen, Sie wissen nicht, was Sie machen können. Ne? Das ist Ihr Problem. Ach so. Haben Sie Kinder? Nee. Familien? Nee. Nix. Für was haben Sie das Geld? Jo, für nix. Geben Sie mir, dann mache ich Spaß mit Ihr Geld. Ja? Hm. Für was? Geben Sie bei denen, dann sterben Sie, nehmen das Land, das was Sie gemacht haben, und dann, was haben Sie verdient? Ja. Klingt nicht besonders intelligent. Intelligent ist, das ist intelligent. Mhm. Weil Sie sind allein, keine Frau, keine Familie, keine Kinder. Das habe ich nicht gesagt. Haben Sie, weil ich habe gefragt, haben Sie Familien, Kinder? Nein, haben Sie gesagt. Ja, Kinder habe ich nicht. Kinder haben Sie nicht? Nee. Familien haben Sie nicht. Doch. Wenn Sie keine Kinder haben, schwer braucht Ihnen. Für was? Für was brauche ich Ihnen jetzt 70 Jahre alt? Für was? Mhm. Was werden Sie machen? Nichts. Schämen Sie sich nicht? Ich werde auch in Ihren Platz. Weil jetzt, ja. Ich bin noch jung. Ich verstehe Ihnen. Aber wie ich sehe, diese Welt mit dem Ukraine-Krieg und was passiert, ich denke, dass die Welt ist, ganz die Welt mit schlechten Personen, nicht ich. Na doch, du machst ja mit. Sie denken, dass ich bin der Schlechte, aber nein. Doch, du klaust doch Geld. Boah, das heißt kein Klauen. Sie doch. Geben selbst. Ja, aber das ist ja trotzdem Betrug. Das ist ja unter falschen Tatsachen. Warum geben Sie? Ist nicht Betrug. Natürlich, ist ja unter falschen Tatsachen. Ist nicht Betrug, mein Freund. Sie doch. Wollten Geld verdienen. Sie haben gesehen im Internet. Ja, aber bei euch kann man ja kein Geld verdienen. Kann man. Nein, kann man nicht. Kann man wir. Nein. Können wir Geld verdienen, glauben Sie mich? Wir das ist Quatsch. Verdienen. Wir können Geld verdienen. Nein, das ist Quatsch. Wie, das wissen Sie nicht. Das weiß doch. Ich. Wie, das wie weiß ich. Ihr steckt euch das Geld in die Tasche und haut dann ab. Wo steht der Problem? Sind Sie nicht zufrieden oder was? Wenn ich Ihr Geld nehme? Nö, ist ja nicht richtig. Ist richtig. Okay, ja, sage ich Ihnen, geben Sie mir Schuld, 10.000 Euro. Werden Sie mich geben? Nö. Aber dann nehme ich, glaube ich, so, mit Trading. Ja, und genau. Sie geben. Ja, und wer ist der Schlechte da? Ich oder Sie? Na du? Sie sind der Schlechte. Warum antworten Sie im Telefon? Warum geben Sie im Telefon, im Internet, Ihre Telefonnummer? Na, damit ich dich veröffentlichen kann. Ah ja, dann rufe ich Ihnen und nehme ich Ihr Geld und gehe ich weg. Ich bin der Schlechte, ja? Ja, genau. So ist und es weil ja Sie, immer. Weil Sie Ihr Geld selbst angegeben haben. Und ich bin der Schlechte, ja? Ja, ist aber unter falschen Tatsachen. Du haust ja mit dem Geld ab. Nein, mein Geld geklaut. Ja, geht ja nicht mit einer gespooften Rufnummer. Das bringt ja nichts. Wie bringt denn nicht? Ja, wenn das alles gespooft ist und die Webseite nicht richtig und nichts nachvollziehbar ist. Welche Webseite? Ja, deine. Meine Webseite. So, Sie haben noch nicht gesehen, meine Webseite? Nö, bis jetzt noch nicht, nee. Aber wie reden Sie, wenn Sie nicht gesehen haben? Na, kannst du mir ja zeigen und dann melde ich die. Jetzt, nee, vor...
vor 10 Minuten wollte ich zeigen. Ja. Aber jetzt, ich kann nicht zeigen, weil sie sind ein unvertrauliches Mensch. Ja? Ja. Schade. Sehr schade. Sonst hätte ich deine Domain noch gemeldet. Aber vergessen Sie nicht meinen Namen. Mhm. Weil Sie werden mich... Habe ich schon vergessen. Vergessen Sie nicht, interessiert mich nicht. Aber Sie werden mich im Internet sehen oder ja, im Fernsehen sehen, in der beste Broker in ganz Europa. Das glaube ich aber nicht. Oh, ist kein Problem, glauben Sie oder glauben Sie nicht, das ist kein Problem. Aber Sie werden mich im Fernsehen sehen. Ja. Nicht zu viel Zeit. Im Knast dann? Im Knast, Sie werden mich nie in Ihr Leben schauen. Nie wieder. Nie. Doch, bestimmt. Nur wir hören uns bestimmt nochmal. Ich sterbe, bevor ich in Knast gehe. Ich sterbe. Nur weil Sie so zufrieden sind, wenn ich in Knast gehe. Und besser, ich sterbe und ich gehe nicht in Knast. Aber ja, okay, ja, kein Verlust. Ihr Geld sind in Spanien spazieren, mit Frau ficken. Ohoho. Mhm. Trinken Red Bull, Wodka. Ja, aber das hält doch keiner für seriös. Egal, was passiert, ihr Geld sind weg. Ja. Das ist der Punkt. So ist es. Das ist der Punkt. Für genau mich so das ist das kostet es nicht. Ich rufe Ihnen, kostet nicht. Spaß mit Ihnen. Falsch. Lüge. Was ja, aber du verplemperst ja deine Zeit. Warum? Mit Ihnen? Egal, ja, weil ich bin müde, weil ich habe Geld. Ja. Mit ich Ihnen macht Spaß jetzt. 5 Euro. Wie? 5 Euro. 5 Euro, ich. Ja. Ich glaube schon. Sonst würdest du ja nicht so einen armseligen Job machen. 5 Euro, ich. 5 Euro nimmt in Sekunden. Ja. In Sekunden nehme ich die 5 Euro. Aber jetzt hast du nichts verdient. Mit Ihnen, ich möchte nicht, mit Ihnen, ich mache nur Spaß jetzt. Ja? Ja. Ich bleibe da, ohne Stress mit Ihnen, weil Sie denken, dass Sie intelligent sind. Ja. Und gefällt mir, wenn so Leute da sind. Intelligent. Gefällt mir. Ja, so ist es, wenn man sich nicht oft mit intelligenten Menschen umgibt. Herkunft, aufpassen, geben Sie kein Geld im Internet, weil Sie werden sterben. Ja? Mit diesem Stress, was Sie haben und mit dieser Angst. Sie hab doch keinen Stress. Sie sind für Spazieren. Gehen Sie, nehmen Sie Ihren Hund und spazieren Sie. Hab nicht mal einen Hund. Katze, was Sie haben. Auch nicht. Was haben Sie? Kau. Ich habe eine kleine Giraffe. Kleine Giraffe? Ja. Aber reden Sie wie intelligent. Ich muss sterben. Ich bekomme Infarkt, wenn Sie wieder wie intelligent reden. Ja. Wo wissen Sie, was ist Giraffe? Wo wissen Sie? Kleine Giraffe. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mhm. Und viel Spaß mit dem nächsten Person. Welcher ruft ihn an? Ja, da klingelt das bestimmt gleich wieder. Das klingelt ja hier den ganzen Tag. Aber, da habe ich gesagt, geben Sie nicht Ihre Telefonnummer im Internet. Weil es nicht meine Schuld. Die Nummer ist ja extra dafür, damit so Leute wie du anrufen. Ja, ist extra für das. Ja. Weil sie sind Polizei und jetzt, sie wissen, wo ich bin. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben meine Stimme. Das kriegt man ja über eine gespoofte Rufnummer nicht raus, aber... Gehen Sie und zusammen mit Ihrer Polizei, gehen Sie spazieren beide. Weil auch wenn Sie mich in den Knast gehen, ich bleibe 2-3 Jahre und ich gehe raus. Aber wieder Spaß machen mit Ihrem Geld. Aber wer zweimal in den Knast kommt, der kommt beim zweiten Mal nicht mehr raus. So denken Sie. So ist es. Aber nee, so denken Sie. Nee, so ist es. Einmal mache ich einen Fehler. Zweites Mal, ich bin behindert, wenn ich einen Fehler mache. Ja? Das bist du aber auch ohne Fehler, weil du bis willst jetzt, ja Geld bis klauen. Jetzt, ich habe keine Fehler gemacht. Und der große Gott hilft mich. Ja. Weil ich mache gar nichts schlecht. Ich rufe, ich frage Ihnen, möchten Sie investieren? Aber es ja, gibt doch gar keine. Investieren Sie. Möchten Sie nicht. Lassen Sie. Ich störe Ihnen nicht. Und der Gott hilft mich. Ich bin Betrüger. Ich bin kein Betrüger. Der Gott ist mit mir. Nicht mit Ihnen. Mit mir. Betrügen Sie Leute ohne zu betrügen? Jetzt, Sie sind nicht zufrieden, weil ich die Leute betrüge, oder was? Naja, du betrügst doch die Leute. Ja, wo steht Ihr Problem? Das ist ja nicht gut, sowas. Ist nicht gut, aber wer sind Sie, damit Sie mir sagen, welche ist gut und welche nicht gut? So. Wer sind Sie? Ich bin ich. Der Richter. Sie sind der Richter. Mhm.
Arbeite sie als Richter. Vielleicht. Telekommunikation. Mit Internet, FIBA. Einen schönen Tag. Viel Spaß mit dem nächsten. Ja, aber vielleicht hören wir uns nochmal. Ich habe noch ganz viele andere Telefonnummern. Nee, zusammen, wir hören uns nicht mehr. Weil ich vielleicht doch. Hatte, dass sie eine Mann, welche Farbe die Leute sind. Ja, aber das nächste Mal habe ich doch eine andere Telefonnummer und eine andere E-Mail und einen anderen Namen. Ich. Nee, und ich. Ich. Oh, Papa, Sie kennen mich nicht. Belassen Sie mich jetzt ruhig. Ja, aber ich trage ja meine Daten überall immer wieder ein. Irgendwann wirst du bestimmt noch mal einen Datensatz kaufen. Die Daten jetzt, ich werde wieder verkaufen, bis Sie Ihre Telefonnummer endet kennen. Ja, die ändere ich ja jeden Tag. Sie enden jeden Tag und Sie geben jeden Tag im Internet die Nummer. Ja, man kann doch 100 Telefonnummern schon für 2,99 Euro kaufen. Ist doch jetzt kein Problem. Okay, kaufen Sie. Habe ich ja schon. Was interessiert mich? Sie denken, dass Sie intelligent sind, aber weil Sie einmal Geld verloren haben im Trading, Sie sind eine Null. Null! Welches Programm benutzt du zum Rufnummern-Spoofing? Welches Programm benutze ich? Müssen Sie meinen Job klauen jetzt oder was? Ja. Ist doch immer gut von einem Betrüger zu lernen. Kommen Sie, arbeiten Sie mit mir zusammen. Warum arbeiten Sie nicht? Oder müssen Sie nicht Ihre Leute betrügen? Sage ich Ihnen einfach, weil vielleicht ich bin kein Deutscher und dann betrüge ich die Deutschen. Ich habe keinen persönlich mit den Deutschen. Vielleicht rufe ich ja in Italien an und klaue die Leute. Ah, rufen Sie in Italien, versuchen Sie mal. Geben die Italiener Geld zu im Telefon oder nicht? Weiß ich nicht, wird sich herausstellen. Die geben sofort. Ja. Rufen Sie an und die geben. Nur einfach rufen Sie für Trading und schauen Sie selbst, wie viel Geld geben die aus. Scheint ja überall zu funktionieren. Nur Sie. Als persönlich Mann, Sie geben keinen Cent raus. Ich nicht, nein. Ja, Sie sind der Schlechte in diesem Thema. Warum? Weil Sie kein Geld geben. Ja, aber ich lasse mich nur nicht verarschen. Wer hat Ihnen verarscht? Ja, du hast es ja probiert. Ich habe nicht probiert, ich habe Ihnen verarscht. Ja, womit denn? Ich habe verarscht. Ja, womit denn? Mit? Mit was? Ja, mit was? Ich habe Ihnen verarscht. Ja, ja, jetzt in Ihren Augen zusammen sind Sie da. Ja, womit denn? Mit Ihren Worten, welche Sie gesagt haben, dass ich Betrüger bin. Ja, aber bist du doch auch. Ich bin kein Betrüger. Sie wissen nicht, dass ich Betrüger bin. Na, was denn dann? Ja, weil Sie das nicht wissen, Sie müssen nicht so sprechen. Weil wenn Sie so sprechen, dann ich werde sauer. Wenn ich sauer werde, dann Sie bekommen Störung von mir. Ja, aber die Definition von Geldklauen oder arglässig, also hinterlässig. Sie sind gar nicht, Sie sind nicht der Richter. Nochmal, wir sind nicht hier im Gericht. Na, trotzdem bist du ein Betrüger. Sie sind null. Sie sind eine Person, welche lebt. Ja, aber du bist ja trotzdem ein Betrüger. Nimmt Oxygen, nimmt Lebensmittel und lebt bis stirbt. Ja, aber du bist ja trotzdem ein Betrüger und beklaust die Leute. Nochmal, weil ich verstehe nicht. Wo steht dir jetzt Ihr Interesse? Na, da drin deine Zeit zu verplempern. Egal meine Zeit. Sie sind fokussiert bei meiner Zeit. Naja, aber in der Zeit, wo du mit mir redest, kannst du keinen anderen bescheißen. Achso, und mein Freund, ich habe Termine. Wenn ich so rufe, Anrufe mache, ich habe keinen Termin. Ich bin frei und ich mache Anrufe. Ich bin frei und ich rufe die Leute an. Ja, noch besser. Ich arbeite frei. Mit meinen Kunden, ich arbeite mit Terminen. Das heißt, verlieren Sie meine Zeit, verlieren Sie nicht, mein Geld kommt. Ja. Ja. Tja, so ist es halt. Hören Sie meinen Kollegen, wie sagt ja, Trading. Ich hab den Schrei halt gehört, ja. Ja, arbeiten wir. Habt ihr da auch so ein lustiges Klingelglöckchen? Ja, haben wir. Auch im Knast, wenn ich gehe in Knast, ich gehe mit den gleichen Leuten und trotzdem 2-3 Jahre bleibe ich in Knast. Ja, klingel mal mit der Klingel. Schauen Sie Ihre Probleme, schauen Sie Ihre Familie, Ihr Haus. Traust du dich nicht da am Glöckchen zu klingeln? Schauen Sie Ihre Probleme, reden Sie nicht für die Leute, Betrüge. Also die anderen, die klingeln wenigstens für mich. Lassen Sie mich jetzt, weil ich bin nicht eine schlechte Person. Doch. Ich bin eine gute Person, mit Kultur, mit allem. Ich rede nicht mit Leuten so wie Sie. Ich arbeite nicht mit Leuten so wie Sie. Also ja, aber du betrügst für die Leute. Sie sind intelligent. Ja. Aber wen habe ich betrügt? Sagen Sie mir einmal. Ja, die Leute.
Welche Leute? Ja, die Leute, die sich bei dir eintragen. Wo wissen Sie, ich habe kein Geschäft, gar nichts. Wo sind die Leute? Welche ja, genau, Leute? Sagen Sie mir einen. Also sagen Sie mir. Ja, den Namen sagen kann Sie ich mir ja einen. Den Namen und kann Sie ich ja haben nicht wissen, keine Fakten. Wo nee, steht der aber Fakt? Du bestätigst das ja. Wie bestätige ich das? Ja, mit deinem Verhalten. Mit welchem Verhalten? Mit deiner gespuften Rufnummer zum Beispiel. Das ist Internetleitung, ich zahle kein Geld für das. Ja, trotzdem muss ich du mit Ihnen einer erreichen über mein Handy. An. Ja, du rufst ja trotzdem mit einer gefälschten Rufnummer an. Mit Telefonnummer ist österreichisch, nochmal. Ja, die Vorwahl, aber der Rest geht ja gar nicht. Der Rest ist ja fake. Wow, intelligent, intelligent. Full intelligent. Ja. Full, weil sie IT sind. IT sind bei Telekommunikation. Das heißt, sie wissen nicht alles. Doch. Das ist Internetleitung und das ist kein Fake-Nummer. Doch. Das ist eine Nummer, welche registriert ist unter einer Namenperson. Ja, aber die Ausgangsrufnummer ist ja gefaked, damit man eure richtige Rufnummer nicht sehen kann. Aha. Oh, scheiß IT. Scheiß IT. Sag ich Ihnen, scheiß IT, so ist. Ja, kann ich mitleben. In Ordnung, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch und reden wir vielleicht ein nächstes Mal. Ja, kannst ja nochmal anrufen. Ja, ich versuche, wenn ich Zeit habe, ich rufe Ihnen, okay? Alles klar, bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Absolut abgefahren. So, was haltet denn ihr von diesem netten Betrüger hier? Schreibt's gerne auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich meine, er hat es ja jetzt hier zugegeben, dass das alles nur Betrug ist und dass er das toll findet und dass er auch keine Angst hat, im Gefängnis zu landen. Tja, was will man dazu großartig noch sagen? Betrug bleibt Betrug. Netter und sympathischer macht so ein Betrüger nicht, auch wenn das Gespräch hier mal halbwegs besser verlaufen ist als sonst. Aber, tja, das ist mal eine Überraschung, dass ein Betrüger die ganze Zeit und eigentlich in einem 30-minütigen Gespräch komplett durchgehend bestätigt, was er da eigentlich tut. Von den 30 Minuten, wo wir uns hier unterhalten haben, von 25 Minuten fast ausschließlich nur, dass wir wissen, dass er Betrüger ist und dass es ihm egal ist, dass er Betrüger ist. Er hat es ja nun in verschiedenen Varianten und Formen und Variationen beschrieben. Tja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Am besten mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn es ein neues Video auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, findest du jetzt hier noch eine kleine Playlist mit vielen, vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schau auch dort gerne nochmal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.